Ja, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Das letzte Mal, wenn wir gespielt haben, waren wir da ziemlich müde, da ist viel Scheiß passiert. Weil ich Deswegen. müsste jetzt eigentlich, wenn ich mich nicht irre, sagen können. Müsstest du was bekommen haben? Ja, ich habe eine Anfrage. Region übernehmen. Du willst die Region Peking haben, ja. Ich Genau, möchte mehr dafür nicht. aber deine Marionette unten haben. Also in Kunming, das ist Shang Yunnan. Wenn ich die wegkriege als meine Marionette oder sowas, du kannst es gerne haben, Okay, definitiv. ja, das hätte ich gerne für eine breitere Grenze zu Britisch-Indien. Ich möchte dieses Gefecht, dieses Spiel zu Ende spielen. Also auch Krieg gegen die Alliierten irgendwann dann. Ja, Ja, lass ja. mal schauen. Und ich möchte die Unterstützung über die Guangxi-Clique einfordern. Also, um da zu landen. Ich weiß zwar nicht, wie du mich unterstützen willst. Manpower muss nicht sein, aber Flugzeuge oder Schiffe, irgendeine Landung, irgendwas muss es sein, weil die sind mega stark. Ich sag mal so, ich habe ein Kriegsziel auf die, ich kann Trick erklären. Ja, jetzt noch nicht. Ich habe noch Nein, keins. nein, das ist nur als Option, ne? Nur so Bescheid weiß. Genau. Ich habe unbegrenztes Kriegsziel. Ich würde die nämlich. Nee, bis 9. Januar 43 habe ich Kriegsziel. Genau, ich würde die nämlich durchbrechen lassen. An einer besonderen Stelle und sie dann einschließen, um ihre Armee zu schwächen. Aber das erst später. Gut, dann übergebe ich dir hier mit Peking. Ich bedanke mich schon mal sehr. Ja, es ist. Warte mal, erstmal nochmal gucken, ob ich irgendwas einstellen kann hier. Rüstungsorganisator ist egal. Ich habe halt keine politischen Berater. Sind jetzt zwei Fabriken sind draufgegangen von mir. Aber egal. Ja, ist politische Berater sind nicht so wichtig. Aber wir haben uns dann noch am Ende der letzten, das, also von Sonntag haben wir uns darauf verständigt, dass wir jeweils 24 Divisionen ausheben, um sie zum Schutz von Moskau rüber zu schicken. Aber wir müssen, Genau, die müssen wir erstmal ausheben. genau, ausheben, mit Artillerie und Pack ausrüsten. Ansonsten, wie gesagt, pure Männer haben keine Chance. Nee. Das kann man verpassen, vergessen. Da, dann hebe ich die mal aus, die normale Arti. Da, einmal 24 Divisionen. Hast du einen Forschungsplatz frei oder wie? Nee, aber der wird gleich frei, glaube ich. Ja, in 40 Tagen habe ich den Typ 34 Sau geforscht, dann muss ich die Pack runterforschen. Gott, ich bin auch bei der 1936er Pack, aber das ist egal. Wichtig ist nur, dass mal eine Pack produziert wird, damit was läuft. So. Nur wieder Konzentration. Oben sind 30 Divisionen eingeschlossen. Jetzt nur noch, ja, 20 nur noch, der Rest ist besiegt. Wir müssten theoretisch dann schaffen, China durchzupushen. Und wenn du mir oben die Japaner von der Halbinsel hier, von Shandong, von der Provinz, da ein bisschen vom Leib hältst, ich bin natürlich auch da, aber wenn wir das gemeinsam da sie Ja, du aus. siehst ja, ich habe schon Truppen da stehen, siehst Genau, du ja. wenn wir sie aus Qingdao rauskriegen. Es wird halt ein großes Problem, dann überzusetzen auf Japan. Du musst vor allem auch garnisonieren, ne? Ja, das. Und nicht, ich hab probiert, nicht mit Billo, du brauchst richtig gute Einheiten da. Ich habe meine Standardeinheiten damit, warte. Echt? Mit Arti und sowas. Weil die kommen dann mit richtig starken Einheiten, kommen die an. Die Japaner bei mir zumindest. Okay, ja gut, noch habe ich ja keinen Hafen eingenommen, also Wir kann haben aber ich. nur noch 24 bis 70 Einheiten, die gehen auch schon langsam auf Grundeis. Die Japaner meinst du? Ja, das ist gut. Ja, die haben. Bei mir steht 39 bis 84. Oh, die Also sehen haben wir das ja Top, also bei mir 71, richtig das heißt viele 71 haben sie Fabriken. maximal. Sehr Bin auch gut. nur am Repar ich bin auch nur am Reparieren momentan. Oh, da ist es voll mit Reparaturen, muss aber auch. So. Die behalte Zivilfabriken ich. ist halt ein Problem, da ist. Ja, ist egal. Dann. Gut, dann würde ich mal sagen, auf 3. Ja, Sekunde, warte. Ich mache nochmal ganz kurz was fertig. Ich habe die jetzt eingestellt, also die macht 10 sofort, also können schon ausgebildet werden. Für den Rest fehlt mir noch das Kriegsgerät, die Infanterieausrüstung. Infanterieausrüstung, echt jetzt? Ach, und die Artillerie fehlt, ja. Aber da produziere ich schon auf. Oh ja, nimm mich. Bitte? Was? Was? Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Was? Ach nein, ich habe nur bei meinem einen General jetzt anpassungsfähig, dass ich noch weniger Malus durch Gelände kriege. Und Bürger und Okay. so. So, können wir loslegen. Warte, hast du Chrom? Ja, Wolfram. Na, ja, Quinkina, ich kaufe von dir ein bisschen Wolfram, damit ich schneller. Mach, mach. Sehr gut. Dann noch irgendwas. Einen anti-japanischen Aufstand könnte ich.
Ja. Ja, aber dann erkläre ich Quinkina den Krieg. Nee, das lass dann mal lieber. Was ist das für ein Scheiß? Ja, ich weiß, ich hab's auch schon gelesen. Die sehen doch, dass wir jetzt zusammen in einem, im Comintern sind. Aber der Vorteil ist auch, dass der Japaner auf Marine gesteckt gegangen ist, weil seine Fabriken dafür langsam produzieren. Okay. Seine normalen. Na gut, dann geht's mal weiter. Ja, wir müssen die Shenmue anheuern. Ja. Fehlende Ausrüstungsproduktion, Luftnahunterstützung. Ja, was macht die beiden hier? Ah, jetzt stört er schon wieder unser Spiel. Vorher mit Forza und jetzt so. Geh weg! Wir spielen natürlich Hearts of Iron weiter. Eine Runde oder was? Ja, ja, sicher. Also die kleine Runde. Sieht aus. Wie ist die Burg ausgegangen? Die ist noch nicht fertig. Ja, aber wie ist es ausgegangen? Wenn sie noch nicht fertig ist? Was meinst du denn? Ja, okay. Ja, wie habt ihr denn die Runde beendet? Ach so, ja, alle sind raus, außer Queen China und China. Und die Sowjetunion sieht nicht so prall aus. Verliert gegen Goschein, oder was? Sieht nicht so gut aus, ja. Also momentan ist da relativ, ich nenn's mal, Stillstand. Ja. Aber so nach und nach verliehen, das sehe ich ja auch. Weil die Russen haben kein Gerät mehr, die Russen sind alt. Guck da mal rüber, die haben ja gar kein Gerät mehr. Ich will nicht rüber schauen, da bekomme ich Angst. Nein, ich muss auch weinen, wenn ich rüber gucke. Aber wir haben einen Plan, wie wir das aus der Welt verbündet oder was? Ja, Queen China ist jetzt in den Comintern eingetreten. Weil Japan in die Achsenmächte reingegangen ist. Ja. Also wir kämpfen jetzt gegen alles hier, das ist doch richtig beschissen. Ja, Japan war doch neutral, oder nicht? Ja, das sind Achsenmächte irgendwann. Das sind die Achsenmächte. Und dann danach machen wir wahrscheinlich Krieg gegen Alliierte. Also es ist alles ziemlich schlecht gerade, wenn man... Ja, bedankt euch bei Ungarn, ja. Ungarn? Du meinst Bulgarien? Ja, Bulgarien. Richtig lächerlich, sag ich dann auch. Immer noch. Definierst du gleich Shandong, wenn wir da durchgepusht haben? Was mit Shandong? Glaubst du da gar nicht den ersten, weil ja, wenn wir da durchgekommen sind schon, aber da stehen... Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Da, einmal hier oben. Man merkt ja, dass ich Artillerie hab, ne? Ja, ich habe auch Artillerie. Das... Solange es flach ist, ist kein Problem. Also meine violetten Templates, ich weiß nicht, ob du die siehst, die sind Artillerie. Ne, die Farbe sehe ich nicht. Achso. Aber du siehst das Symbol, die sind auch mit Artillerie gekennzeichnet. Ja, die da, das sehe ich jetzt. Genau. Also, das ist kein Problem. Was sind die mit deinem Samurai-Schwert daneben? Das sind die guten. Achso, okay. Greifst du mit an? Ich hab da beide relativ gute Schnitte gehabt. Im Hafen. Achso, nehmen die da. Moment, was ist die da hin? Hallo? Ja, komm schon. Stehen da halt echt gut drin, ne? Ja, eben, deswegen robbere ich hier noch die Provinz daneben. Das mache ich einfach mal das mal anders, dann gehe ich da oben mit lang. Ja, ist besser. Brechen immer wieder ab, das ist das Problem. Ja, ich marschiere jetzt nach Nanjing. Muss nur ein paar Truppen freikriegen, was ist da los? Also die wollen die ganze Zeit mir irgendwas schicken. Das Problem ist aber, ich habe keine Konvois dafür. Das muss hier endlich fallen.
So. Gerade Japan habe ich da oben auch am Pushen gehindert gerade. So, wenn ich das erspitze, da machst du schon mal eine Garnison hier hin? Ja. Wenn ich jetzt gleich meine ganzen Truppen da habe, greife ich mit allen auf einmal an. Ich kann halt die hier. Kurz warten, meine sind unterwegs. Nicht, dass die hier wieder landen. Ja, ja, alles gut. Da gerade ein bisschen. Muss ein bisschen Mannstärke freimachen, sehe ich da gerade, deswegen. Da, überrannt, 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 sehr gut. Sehr schön. Jetzt da wird's. Gleich sind meine Truppen da, dann greife ich in allen gleichzeitig an von allen Richtungen. Und zwar jetzt. Da, Bug wird jetzt erforscht. Greifst du mit an? Ja, Moment. Spring Dao. Läuft nämlich gut. Ja, wie viel Breite haben wir? 210 von. Ja, wir sind ja schon zu 200. Viele. Achso, wir sind schon ja, voll. Also, ich kann Unterstützungsangriff. Nein, das bringt auch nichts. Was? Sind ja schon so viele. Okay. Wird ja nichts ändern hier. Nö, nö, nö. Ja, wir sind hier gleich durch. Na gut. So, habe ich ein paar Divisionen jetzt freigemacht. Die kommen jetzt mit. Ich nehme meine 10 Divisionen und gucke, dass ich an der Küste lang push. Hi. So. Mal kurz schauen, ob hier alles sicher ist. Ja. Das pusht da unten entlang mit 20 Divisionen. Wo? Ein Yuyan hilft. Yuyan hilft und der Robert da ein paar Gebiete im Südosten. Im Südwesten. Ach so. Oh. Ich hab mein Gott, na warum nicht? Ja, nein, da habe ich auch nichts gegen. Ja, ich kann die hier oben in Sibirien noch halten, da komme ich nicht durch. Aber ist ja nicht schlimm, dann halte ich die halt. Oh, die haben ein paar Divisionen von mir reingeschlossen, aber ist kein Problem. Ist doch ein Problem. Noch ein Problem? Ja, ist kein. Ich nehme ein bisschen die Luft jetzt raus, das wird schon. Jetzt alles gut. Oh, endlich hat hier Japan aufgehört, mich zu bombardieren. Ich kann da reparieren.
Wieso ist das... wieso eroberst du das für dich, wenn du von meinem Land aus angreifst? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, es ist ja nur eine Farbe. Ja. Ich schließe ja mal ein paar Einheiten ein. Ja, das ist immer gut. Da schließe ich hier die Einheiten wieder an. Wie gesagt, Nanjing und dann müssen wir am... Da ist so viel. Wenn du an der Küste entlang marschierst und da die kleinen Punkte einnimmst, dann gehe ich durchs mit durchs Land, das Landesinnere. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja. Da Changde, Changsha und Fuhan. Gehe ich entlang und du gehst Shanghai, Huangzhou. Ganz nach runter nach Fuzhou. Fuzhou. Irgendwann haben wir das scheiß Land zum Kapitulieren gezwungen. Problem ist, dass sie hier Bunker haben. Über den Fluss. Und wenn du hier die Linie hältst, dann pushe ich hier hin. Sie ziehen sich aber zurück. Siehst du, merkst du das? Was? Die ziehen sich langsam aber sicher zurück. Merkst du das? Hm. Also ich meine, wirklich, es werden Plätze, also Regionen frei, die man einfach übernehmen kann. Ja, ja. Nicht nur das, ich hole mir jetzt gerade Nanjing. Ah, das ist gut, von der Seite ausgezeichnet. Hat Sowjetunion etwas annektiert? Ja, Tanutuva. Okay. Boah, die stehen echt knapp vor Russland. Vor Moskau. Aber sie stehen. Die Deutschen greifen nicht weiter an. Das ist noch gut. Fehler. Ja, ist Winter. Winter 42. Ja, die Geschichte wiederholt sich. Was soll ich sagen, Schafi? Was soll ich sagen? Überall werden chinesische Truppen eingeschlossen. Shanghai haben wir auch. Sehr gut. Geh ich hier runter auf der Seite. Muss ich eigentlich haben, um den letzten Punkt zu machen. Oha, da sind Truppen eingeschlossen, die nicht weiter bekämpft werden. Macau, Hongkong, Guangzhou, Taiwan. Langsam, aber stetig pushe ich weiter. Ja.
Mach ich auch, mach ich auch, mach ich auch. Das geht aber gar nicht klar, ja. Da oben werden gleich wieder 10 Divisionen ausgelöscht. Aber die beginnen so langsam ihre Städte zu besetzen. Mhm. Aha, kann was forschen, das ist gut. Weiter. Forsche Funkortung, du wirst dann auf Schiffe gehen, oder? Oder ja gut, du musst auch auf Jäger gehen, sonst haben wir keine Chance gegen die Deutschen. Das ist immer das Problem für den Deutschen. Ja, ich muss für bis bald auf Flieger gehen. Ach, Chang'e ist der nächste Stützpunkt. Also der nächste Hauptstadt, ja. Ja, ja, haben wir Hauptstadt verlagert, ne? Ja, werde ich mal lernen. Viel ist ja nicht mehr, wir sind ganz nah dran an den Städten.